Um Gottes Willen, Heidi, du kannst auf gar keinen Fall deine Haare abschneiden. Ja, super. Sage ich, ja, aber ich hätte gerne mal eine andere Farbe. Nee, Heidi, das geht bei deinen Haaren nicht. Sie war auch beim Friseur, sie hat's getan. Seht ihr euch jetzt, oh mein Gott, jetzt ist sie völlig übergeschnappt. Bin ich auch. Ich gebe es zu, aber super gut zu meiner Naturhaarfarbe, nicht Natur, zu meiner Haarfarbe passt. Nein, Natur ist es nicht, was ich trage. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Amazon-Haul für euch und zwar habt ihr euch den gewünscht, nachdem ihr auf Snapchat gesehen habt, dass einige Male der Postbote bei uns war. Und deshalb komme ich natürlich diesem Wunsch sehr, sehr gerne nach. Ich habe das Ganze jetzt mal unterteilt und zwar werde ich dieses Video hier machen mit den Bestellungen aus dem Bereich Beauty, Lifestyle und Fashion und dann habe ich auch noch einiges für YouTube bestellt. Da werde ich euch aber, wie gesagt, gerne ein separates Video draus machen. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was für tolle Schätze bei mir einziehen dürften, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Wir starten durch mit falschen Wimpern und zwar die False Lashes von Adele. Davon habe ich euch schon des Öfteren erzählt. Ich liebe die. Die sind vom Preis her wirklich ganz, ganz toll. Man kann sie leicht anbringen und man hat so einen natürlichen Effekt. Also die sind nicht zu übertrieben und zwar sind es die Demi Whispers. Die habe ich euch auch schon, oder Wispies, Entschuldigung, die habe ich euch auch schon öfters gezeigt und ich finde die wirklich ganz toll. Ich wollte jetzt aber auch mal andere ausprobieren und zwar die. Diese hier, die habe ich nämlich bei einer YouTuberin gesehen und bei ihr sahen die wirklich ganz, ganz toll aus. Ich kann euch noch nicht so viel dazu sagen, nur so viel, dass sie um einiges günstiger sind und deshalb habe ich mir gedacht, okay, kannst du nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch diese hier bestellt. Ich weiß nicht, also die sind alles andere als natürlich. Die sind sehr übertrieben, aber mal schauen, vielleicht findet sich ja ein Anlass. So, im Alltag trage ich keine falschen Wimpern, nur wenn ich mal einen besonderen Anlass habe, zum Beispiel mit meinem Mann unterwegs bin oder auf ein Event eingeladen bin, ja, und dann habe ich ganz gern eben diese False Lashes zu Hause. Dann habe ich mir dieses Produkt hier bestellt, das hat mich sehr interessiert und zwar waren die ja total gehypt, diese Kylie Liquid Lipsticks und ich habe mir jetzt einfach mal das Dupe dazu bestellt und zwar sind es zwei Produkte, einmal den Lip Liner und dann eben diesen Liquid Lipstick in dieser Farbe hier. Gefällt mir wahnsinnig gut, wirklich. Und ich muss sagen, für den Preis, also ich meine, ich habe 3 Euro dafür bezahlt, kann man da echt nichts falsch machen. Also es ist wirklich genial. Ich habe jetzt natürlich nicht das Original hier, sodass ich es vergleichen könnte, aber ich bin sehr zufrieden. Es hat halt einen Matteneffekt. Wer darauf steht, ist damit wirklich super bedient. Ich hoffe übrigens, dass das nicht zu arg blendet, weil hier ballert mir die Sonne rein und ich habe die Jalousie schon zugemacht. Aber gut, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Dann machen wir weiter mit zwei Produkten. Oh mein Gott, ich bin total verliebt. Und zwar habe ich mir zum einen dieses Haarband hier bestellt. Da ist innen drin ein Draht. Und dann könnt ihr euch oben richtig schön eine Schleife binden. Und das bleibt dann auch so. Könnt ihr es euch vorstellen? Ja, also ich finde es ganz, ganz toll. Mag ich sehr gerne. Hat knapp 20 Euro gekostet und ich bin total begeistert. Dann habe ich mir noch dieses hier gekauft. Schaut mal, wie süß das ist. Das hat knapp 3 Euro gekostet. Und zwar ist es ideal, wenn ich mich schminke. Es ist ein bisschen schade, weil dann hier so die Foundation natürlich dran bleibt. Man kann es aber waschen. Also es ist auch super weich. Und ich habe leider ein bisschen lang drauf gewartet, das war so der einzige Nachteil, aber ich liebe es. Es sieht halt witzig aus und alternativ habe ich ja diese Katzenohren hier, ne? Nur ist es bei denen hier so, dass wenn ich mir die dran mache, ich kann das ja mal eben für euch machen, so, dass ich hier am Haaransatz natürlich noch Foundation haben könnte, wenn ich nicht aufpasse. Aber mit diesem hier habe ich hier komplett den Haaransatz abgedeckt. Und ja, ich liebe es. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Vielleicht ein bisschen kindisch, aber ich mag es voll gerne. Dann habe ich mir nachgekauft, yay, meine Garnier Miracle Sleeping Cream. Und zwar auf Amazon, weil es die 50% günstiger gab. Ja, die kostet ja knapp 10 Euro und da habe ich einfach einen Schnapper gemacht. Und ihr wisst ja, wie sehr ich sie liebe. Hier habe ich die, die gerade in Verwendung ist. Die ist aber auch schon fast leer und deshalb bin ich ganz glücklich, dass ich dieses Angebot hier ergattert habe.
Dann habe ich mir dieses Shirt hier gekauft. Das hatte ich euch auch in meinem Vlog gezeigt. Ich wollte es euch jetzt hier nochmal zeigen, weil ich ja ein Video zusammen mit Max gemacht habe und mit Olli. Die haben mir ja die Haare angesprüht mit dem L'Oreal Colorista Spray. Und ganz viele haben mich gefragt, ob das denn aus dem Shirt rausgegangen ist. Also die Farbe. Und ja, ihr seht es. Ich muss es jetzt zwar noch bügeln, aber es ist alles wirklich weg. Und dieses Shirt hier, das habe ich mir unbedingt bestellen wollen, weil ich das richtig cool finde, wenn man zum Beispiel eine Jeans anhat, dann das Shirt und einen Boyfriend-Blazer obendrauf. Finde ich richtig genial. Das hat, glaube ich, knapp 25 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch meine Ray-Ban nachbestellt oder wiederbestellt, sagen wir es mal so. Das habe ich euch auch in einem Vlog erzählt. Und zwar zeige ich sie euch aber hier, wie sie an mir aussieht, weil ich das nicht gemacht habe im Vlog. Es ist so, dass ich mir diese Brille hier sage und schreibe schon dreimal nachbestellt habe. Und zwar das erste Mal, ja, da habe ich sie dann auf dem Autodach liegen gelassen, als ich meinen Alessandro ins Auto habe und in den Maxi-Cosi anschnallen wollte, habe ich meine Sonnenbrille oben aufs Dach gelegt und dann bin ich losgefahren. Ja, das war die erste. Dann das zweite Mal habe ich sie mir bestellt und das ist jetzt auch schon 8 Jahre her und die ist schon total verkratzt, ist auch einige Male auf den Boden gefallen und das ist wirklich die einzige Brille, die mir meiner Meinung nach steht. Also ich habe ja ein sehr schmales Gesicht und ich liebe es, Sonnenbrillen zu tragen. Es gibt ja so, so viele tolle Sonnenbrillen, aber mir steht es einfach nicht. Und bei dieser hier weiß ich, dass sie mir steht. Ich kann sie ja mal eben aufsetzen. So sieht es dann aus an mir und ich mag es. Es ist natürlich Geschmackssache, es ist vielleicht ein bisschen ein altmodisches Modell, aber ich liebe diese Sonnenbrille und sie war im Angebot. Deshalb habe ich sie bestellt und ich war dann total glücklich. Jo, dann habe ich was für den Alessandro bestellt und zwar dieses Produkt hier. Oh, sieht man gar nicht, was es ist. Moment, yes, jetzt sieht man es. Und zwar eine wunderschöne Lampe, die ich mir jetzt auch noch bestellen werde. Und zwar sieht die total futuristisch aus, wie ich finde. Also richtig genial. Schaut mal, so sieht sie aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ihr habt eine Fernbedienung dabei. So sieht es aus. Ich glaube, ich habe 54 Euro bezahlt oder 52 Euro. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls könnt ihr die Farbe verändern. Ihr habt hier so ein Rädchen. Und das ist ideal für abends, wenn Alessandro ins Bett geht. Dann mache ich die Lampe an. Und die wirft das Licht so an die Wand und dann sieht es so richtig schön aus. Die Atmosphäre ist genial und ich werde dem Lucky auch eine bestellen fürs Zimmer und vielleicht mir auch. Mal gucken. Erstmal ein bisschen sparen. Aber ich wollte sie euch unbedingt zeigen, weil die richtig, richtig schön ist. Dann habe ich mir ein bisschen Schmuck bestellt und zwar Joker-Ketten. Die sind ja super modern und da war so ein ganz günstiges Angebot, deswegen habe ich mir die gekauft, beziehungsweise das sind jetzt keine Joker-Ketten, aber ich habe eine Joker-Kette und zwar ist es diese hier. Oh mein Gott, die ist so genial. Und die war so günstig. Die war so günstig, ihr macht die euch halt öfters um den Hals rum und dann habt ihr hier unten an den Enden diese zwei schönen Teilchen und die sieht so genial aus. Oh mein Gott, ich liebe sie. Dann, wie gesagt, diese Ketten hier noch, aber die sind eben komplett hier für den Hals so rum, ne? Und ja, die waren auch recht günstig und deswegen habe ich sie mir bestellt. Ich werde übrigens, denke ich, noch einen Amazon-Haul abdrehen müssen, weil eine richtig geile Bestellung noch unterwegs ist. Und zwar, ja, wenn man so einen V-Ausschnitt trägt, also T-Shirts, und da habe ich mir so, ja, ganz coole Sachen bestellt. Werdet ihr noch sehen. So, wo machen wir denn weiter? Wo machen wir weiter? Wir machen weiter, ach so, ja genau, wir machen weiter mit dem Trampolin meiner Kinder. Das kann ich jetzt leider nicht hier reintragen. Und zwar haben meine Kinder ein neues Trampolin bekommen. Denn das Trampolin, das wir hatten, steht ja draußen, logischerweise. Und da hat sich das Netz verabschiedet. Wegen der Witterung, ne? Regen, Schnee, Hagel und so weiter. Und das hatten wir jetzt einige Jahre. Und der Alessandro und der Luki, die machen ja gerne Saltos und Kapriolen und so weiter. Und das war dann definitiv zu gefährlich, obwohl es auch, glaube ich, 4 Meter hatte. Aber das, ich hatte da immer so Angst, wenn die gesprungen sind, dass sie irgendwie im Kopf aufkommen. Oh mein Gott, das ist natürlich unverantwortlich. Und deshalb haben wir ein neues Trampolin bestellt. Mein Mann hat es bestellt, denn ich hätte ein Rechteck genommen. Ja, aber mein Mann hat wieder ein rundes genommen. Ja, gut, Männer halt. Jedenfalls ist es auch wieder 4 Meter im Durchmesser und es ist wirklich toll von der Qualität. Das hat, ich meine, 185 Euro gekostet. Der Max hat es alleine aufgebaut, mein großer Sohn, und das ist schon sehr beachtlich. Und es gibt ja immer wieder Angebote bei Lidl und bei Aldi und so weiter. Aber bei dem hier jetzt von meiner Amazon-Bestellung wirklich
toll. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, auch von der Qualität her. Ich gucke die ganze Zeit da raus, ne? Weil da drüben steht's. Ich schaue quasi aufs Trampolin. Ja, okay, das wollte ich euch dann noch erzählen. Dann habe ich dem Lissandro Luftballons bestellt gehabt. Er ist ja 10 geworden, die kann ich euch mal einblenden. Und dazu natürlich Helium habe ich auch bestellt, so einen riesen Bottich, weil wir ganz viele Luftballons aufgeblasen haben. Das war auch wirklich toll. Das habe ich jetzt unten, ich habe es schon in die Garage, und also ne, weil die ist leer, die Heliumflasche. Wollte ich euch aber auch noch von erzählen, falls ihr vielleicht noch auf der Suche seid, falls irgendwie euer Kind bald Geburtstag hat oder ihr, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Produkt, das gut zum Geburtstag passt. Super Überleitung, Heidi, hast du gut gemacht. Und zwar Cotton Candy Maschine. Yay! Oh mein Gott, ist die nicht toll? Schaut sie euch an. Ja, die ist genial. Wir haben die schon so oft im Einsatz gehabt, vor allen Dingen eben während der Geburtstagsfeiern meiner Kinder. Ich habe die sogar schon mitgeschleppt in die Soccerhalle. Das kam super gut an bei den Geburtstagsgästen. Und zwar ist es ganz einfach, ihr müsst euch nur hier Zucker reinmachen, müsst kurz warten und dann eben mit einem Holzstäbchen die ganze Zeit so drumherum drehen und dann habt ihr Zuckerwatte zu Hause. Ihr könnt sogar farbige Zuckerwatte machen. Genial, genial. Die hat Alessandro sich gewünscht und die wollte ich euch heute auch unbedingt zeigen. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Schätzchen, die, ja, natürlich auch eine kleine Geschichte haben. Und zwar würde ich ganz gerne meine Haare verändern, ja. Und ich war bei meiner Friseurin und sie meinte, um Gottes Willen, Heidi, du kannst auf gar keinen Fall deine Haare abschneiden. Ja, super. Sag ich, ja, aber ich hätte gerne mal eine andere Farbe. Nee, Heidi, das geht bei deinen Haaren nicht. Wie wollen wir das machen, ne? Also seit Jahren ballerst du diese Farbe hier rein. Wie wollen wir die rausbekommen? Na gut, also dann habe ich mir überlegt, Moment, es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, und die zeige ich euch jetzt. Und zwar diese Möglichkeit. Es sieht so genial aus, Leute. Es sieht so genial aus. Diese Perücke hier kostet 20 Euro und ich finde es einfach nur genial. Soll ich sie mir mal aufsetzen? Ich setze sie mir gleich mal auf, okay? Dann seht ihr es. Und dann habe ich mir noch eine bestellt, natürlich, weil ich konnte nicht widerstehen, wie es halt immer so ist. Aber zum Thema Perücken wird auch noch ein Video kommen, denke ich. Und ich habe mir noch diese hier bestellt. Oh mein Gott, die kam zuerst an und da dachte ich, boah, genial, habe die mir aufgesetzt. Also wenn ich jetzt nur die Perücke auf habe, finde ich, sieht es an mir nicht gut aus, weil ich so eine komische Kopfform habe. Aber dafür habe ich mir hier meine Mütze bereitgelegt und mit Mütze finde ich es nicht schlecht. Wobei die mich älter macht, das gebe ich auch zu. Aber diese hier, die ist so genial. Ja, was soll ich machen? Ich kann mir ja nicht einfach meine Haare färben. Geht ja nicht. Aber macht so einen anderen Look. Oder einfach, dass man mal sieht, wie einem die Haarfarbe steht. Okay, ich bin verrückt. So, da war dann noch dieses Haarnetz hier dabei und so weiter. Und dann habe ich mir hier noch diese zwei Haarnetze bestellt, separat, weil ich war mir nicht sicher, ob das mitgeliefert wird. Jo, jetzt ziehe ich mir die mal kurz auf, damit ihr das sehen könnt. Ja, sie war beim Friseur. Oh mein Gott. Jetzt ist sie völlig übergeschnappt. Nein, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich muss dazu sagen, dass ich mir noch nie eine Perücke aufgesetzt habe. Wahrscheinlich muss man das Ganze noch 100-mal besser aufsetzen und optimieren. Natürlich, ich wollte es einfach nur jetzt mal schnell fürs Video machen. Mir gefällt sie total gut, diese Perücke. Sie kostet, wie gesagt, knapp 20 Euro. Und ihr habt wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Also, wie sie gelockt ist, gefällt mir. Die Qualität ist gut. Für das Geld vor allen Dingen. Ich habe sie mir echt schlechter vorgestellt und sie riecht auch nicht so unangenehm, gar nicht. Also ich finde sie richtig cool. Einfach mal was anderes, einen anderen Look ausprobieren. Wie gesagt, wahrscheinlich denken jetzt die meisten von euch, oh mein Gott, jetzt ist sie völlig übergeschnappt. Aber ich finde es einfach mal total witzig und ich wollte es sehr, sehr gerne testen. Dann habe ich ja noch diese hier. Davon wollte ich euch ja auch noch mal ganz kurz berichten. Bei der hier ist es allerdings so, dass sie nur zur Hälfte ist und da natürlich das Ganze Sinn macht, wenn euer Haaransatz in dieser Farbe hier ist, ne? Ganz klar. Und bei der hier ist es aber bei mir so, dass ich sie mir auch nur mit Mütze anziehen würde. Ich weiß nicht, also irgendwie passt es von meiner Kopfform halt nicht. Aber ich zeige euch diese hier auch jetzt gleich nochmal getragen und würde sagen, bis gleich. Ja, okay, so bekloppt kann nur ich sein, ich weiß. Also, das ist jetzt die andere. Ich habe mir die auch jetzt wieder nur ganz schnell aufgesetzt. Man müsste die vielleicht auch noch ein bisschen durchkämmen und auch wieder hier das Ganze optimieren und schöner aufsetzen. Natürlich kann man auch eine andere Mütze aufsetzen. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass die wirklich vom Ansatz ideal passt.
und ich mich vielleicht doch traue, die ohne Mütze zu tragen. Dann kommt nämlich hier oben das Schwarz auch nochmal richtig schön zur Geltung. Und ja, ich bin echt total begeistert und ewig crazy, ich weiß, aber ich wollte es halt einfach mal testen und mit euch teilen. Ich bin ja ehrlich, mehr Realität und so. Ja, das war es also soweit von meinem Amazon-Haul. Wie gesagt, es wird auch noch einen jetzt für mein YouTube-Equipment geben. Das wird es dann bald auf meinem Kanal geben, wenn ich es jetzt noch schaffe, das Ganze abzudrehen. Wie gesagt, von der Sonne, das passt überhaupt nicht und ich rede die ganze Zeit mit meinen Händen, ich weiß. Und wahrscheinlich hatte ich die ganze Zeit so ein Licht hier in meinem Gesicht. Sorry dafür. Also, das war es jetzt soweit. Schaut gerne mal bei meinen zwei letzten Videos vorbei. Da würde ich mich total freuen. Und ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Ganz klar, dann müsst ihr nicht zu lange suchen und habt sofort das Produkt, das ich euch jetzt in die Kamera gehalten habe. Ja, das war es soweit von mir. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Warum quatsche ich so viel mit den Händen, ey? Oh mein Gott. Vielleicht, weil ich Italienerin bin? Ja, das kann sein.